Und bei der HGC ist er gesperrt, aber das ist bei allen offiziellen Blizzard-Turnieren, sind alle Helden alle zwei Wochen, die ersten zwei Wochen noch gesperrt. Das hier ist ja kein direktes Blizzard-Event, sondern ein, das chinesische, die chinesische Gold League, die jetzt nicht direkt mit, für die HGC zu tun hat. Deswegen können die sich ihre eigenen Regeln aufstellen. Varian kann man auch noch nicht picken, weil er nicht im Hero Draft ist. Ja, tatsächlich habe ich auch schon gehört von den Teams, die bei dem Qualifier mitmachen. Also beim nächsten Qualifier, der jetzt am Donnerstag stattfindet, ist Varian erlaubt. Aber die Teams sagen alle, ist ein bisschen doof. Wir haben nur 3 Tage Zeit, um uns auf Varian Drafts vorzubereiten und mit diesem Helden zu spielen. Und eigentlich will das keiner. Macht das dann überhaupt Sinn, Varian zuzulassen? Kann man durchaus verstehen, aber die Leute wollen natürlich auch Varian sehen. Oh, Astral Authority geht direkt auf Tassa da. Wollen sie wieder Tracern? Es hat geklappt für sie. Sie haben sich eine Map geholt gegen Zero Panda. Und Zero Panda ist jetzt kein zu unterschätzender Gegner. Also von daher... Zero Panda nimmt sich direkt ETC. Tychus, so zumindest haben sie bisher immer angefangen. ETC, Tychus. Und auch jetzt ziehen sie das durch. Teams, das Dingo natürlich direkt wieder mit den Pro-Team-Hate. Die Teams hatten 2 Wochen Zeit, sich vorzubereiten. Die sind alle einfach nur faul. Hat er natürlich auch recht. Okay, Valla dazu. Und Brightwing. Das deutet schon alles wieder auf einen Tracer-Draft hin. Also ziemlich stark auf einen Tracer-Draft. Man hat Brightwing, man hat Tassa da, man... Valla hinten dran, die profitiert auch von den beiden. Ich glaube, an Zero Pandas Stelle würde ich Tracer bannen, ganz ehrlich. Einfach weil es zu nervig ist. Also selbst mit einem ziemlich guten Counter-Draft haben sie es gerade nicht geschafft, dagegen anzukommen. Ja, und da ist der Tracer-Bann. Da haben sie nicht nochmal Lust drauf. Und es ist auch viel zu offensichtlich gerade von Astral Authority. Aber eigentlich müssen sie ja wissen, dass es hier offensichtlich ist, dass wenn sie so anfangen zu draften, dass man eigentlich weiß, ja, okay, dieser Draft schreit gerade nur nach Tracer, dass sie sich einen Plan B zurechtgelegt haben. Plan B könnte aussehen wie, wir nehmen jetzt noch Tyrael und Greymane dazu, zum Beispiel. Okay, Rega wird gebannt. Interessant. Malf, Rega. Wir haben Karazim noch als Support. Der kostet doch 15.000 Gold. Nice. Um einen Bann zu forcen. Ah, okay. Tastingo sagt, sie haben es extra so offensichtlich gemacht, um den Tracer-Bann zu erzwingen. Würde Sinn machen. Aber was ist dann Plan B von S? Oder was ist der wirkliche Plan von ihnen? Also, Tyrael Greymane finde ich schon ziemlich nett dazu. Zero Panda auf der anderen Seite geht erstmal auf die klassischen Sachen. Dehaka noch dazu. Und... könnte Karazim spielen. Ja, noch einer der Supporter, die offen sind. Und es wird Karazim genommen. Oh, Juror called Butcher. Wäre natürlich mal eine Überraschung. T-
Tyrael wird ziemlich gut in diesen Draft reinpassen. Aber wer ist der Melee-Assassin, der enabled werden soll? Illidan ist gebannt. Tracer ist gebannt. Greymane wäre noch da, wäre zu haben. Butcher haben wir natürlich. Könnt natürlich auch einfach jetzt hierzu Double... Na, Double Warrior. Eher weniger mit Double Support zusammen. Tank Jaina wird gecallt, Lunara, Gazlo, Murky. Wären alles schöne Picks. Wären auch mal... Oh! Leute! Leute! What, what? Da ist er! Varian Hype! Ich hab gedacht, ich hab mir gerade die Frage gestellt, Varian würde jetzt richtig sick reinpassen, aber ist Varian erlaubt oder nicht? Und da ist er! Varian! Jetzt noch Tyrael zusammen? Oh, wäre das ein sicker Draft. Hype! Direkt erstmal der Welt davon, der Welt davon mitteilen. Wer kommt da? Tyrael fände ich sick. Dann haben wir natürlich... Muradin ist noch da, könnte man auch machen. Aber ich glaube, Tyrael finde ich am geilsten dazu. Oh yeah. Und Zarya, oh ja, Zarya ist natürlich. Oh, netter Draft hier von Astral Authority. Wie reagiert jetzt Zero Panda drauf? Sie haben schon Tychus. Jaina, okay, sie bleiben bei einem klassischen Draft. Und sagen, okay. Das hat bis jetzt gut geklappt. Mit ETC Jaina. Wir machen das weiterhin. Aber auf jeden Fall wurde die Frage jetzt beantwortet. Ist Varian eigentlich erlaubt? Jawohl, er ist erlaubt. Und hier ist er, liebe Leute. Hier ist der gute Varian. So, jetzt mal den Draft hier der Welt mitteilen. Zack. Richtig guter Draft. Richtig guter Draft. Astral Authority delivered. Macht hier auf jeden Fall Fanservice. Und sagt, wir geben euch Varian. Ihr wollt Varian? Wir liefern ihn euch. Dann gucken wir mal, was Astral Authority hier mit Varian vorbereitet hat. Und natürlich auch interessant für die europäischen Teams, für die nächsten Qualifier, wenn sie dann sehen, okay, so spielen die Amerikaner Varian. Dann wollen wir mal gucken. Das ist jetzt die Tank Jaina. Ja, gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Vielen Dank, Krümel, für den Host und willkommen an alle Zuschauer. Ihr kommt gerade genau richtig für Varian.
Er wurde hier bei der Gold League, bei der Gold Club World Championship gedraftet. Wir gehen aber jetzt erstmal rein. Wir sehen auf der linken Seite Zero Panda mit Melody C auf Jaina, M auf DHK, Jiminy auf Karazim, SK auf Tychus und Six auf ETC. Auf der rechten Seite Astral Authority mit June auf Brightwing, Caterpillar auf Zarya, Korthnag auf Vala, Fury auf Varian und Psalm auf Tassadar. Interessant, in dem Fall Psalm normalerweise derjenige bei Astral Authority, der die Melee Assassin spielt. Aber diesmal spielt er den Flex und sagt, okay, ich habe den kurzen Strohhalm gezogen, ich muss Tassadar spielen. Ich glaube, das wird bei jedem Pro-Team so gemacht. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie natürlich Varian gespielt wird. Also, Lion's Maw auf 1 direkt, er sammelt Q-Stacks. Also wahrscheinlich, ich würde mal sagen, er geht auf den One-Shot-Build mit Colossus Smash und springt dann immer auf Jaina drauf. Es deutet zumindest darauf hin. Und ich meine, mit Jaina hat er eigentlich auch ein gutes Ziel. Auf der anderen Seite dürfen wir den Draft hier natürlich von Zero Panda nicht vergessen. Zero Panda, das spielen sie ziemlich gerne auf Sky Temple mit ETC und Jaina. Einfach die ganze Zeit rumrotieren und Jaina ETC ist natürlich eine super Combo. ETC Stunt, Jaina macht ihre Blizzards drauf, da kriegt man ziemlich viele Kills, wie jetzt auch der Kill gerade auf Vala. Und oh, Caterpillar schön in die Ecke gedrängt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, mit Varian, so stark er auch ist und so schöne Sachen man mit ihm auch machen kann, bis Level 10 ist er etwas schwach auf der Brust. Erst ab Level 10 fängt er an, so richtig drauf zu kloppen. Und wenn Zero Panda bis dahin das ausnutzt und sich einen Vorteil rausspielt, dann wird er vielleicht auch Level 10 nicht so das Problem sein. Fury jetzt verfehlt die ganze Zeit seinen Q, kriegt seine Stacks gerade nicht zusammen. Oh, Koffen, kriegt nochmal das Schild hier von Zarya. Reicht nicht. Brightwing will sich porten, wird aber trotzdem rausgenommen. Und den Tempel in der Mitte gibt es für Zero Panda. Aber Astral Authority will natürlich das Ganze nicht so einfach aufgeben. Sind jetzt sogar in der Mitte drauf. Oh, oben geht's auf Tassadar. Und, oh, die Haker. Schön gemacht von M. Geht da gerade richtig in Position. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, June hat da gut reagiert und direkt den Polymorph gesetzt, bevor die Haker seine Zunge auspacken konnte. Und wir sehen hier auch Support Karazim. Mit Transcendence auf 1. Natürlich den Block-Ally, den er genommen hat, dazu noch. Geht er Pom oder geht er Seven-Sided Strike? Ich glaube, Pom wäre sicherer, um vor einem Colossus Smash nochmal rechtzeitig zu retten. Und jetzt will unten Astral Authority, die mittlerweile ein ganzes Level hinten liegen, versuchen, unten Druck zu machen für den nächsten Tempel, der unten spawnt. Varian auch auf das Stunt-Talent genommen, auf Level 4. Also wenn überhaupt, kann man sich das andere Talent auf Level 4... es ist schwierig, das andere Talent. Also die Leute sagen eigentlich, oder alle, die ihn gespielt haben, ja, eigentlich ist das Stunt-Talent ein Must-Pick. Aber wenn überhaupt, dann nur mit Twin Blades zusammen in Verbindung. Auf Level 10. Aber nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass er hier auf Colossus Smash geht, auf Level 10. So, jetzt ist Level 7 auch für Astral Authority da. Cleanse natürlich auf Brightwing. Viel, viel CC im Gegnerteam. Übrigens auch Q-Build auf Zarya. Aber das, ich glaube, wir haben keinen anderen Build gesehen auf Zarya bei diesem Turnier bisher. Und Q-Build auch derjenige, der sich da am meisten durchsetzt. Natürlich auch das Talent auf Level 7 auf Varian, was ihm immer wieder doch ziemlich viel Heal gibt. Zählt ihn dann schon lange am Leben.
Aber bisher bleibt Varian, wie auch vorhin schon gesagt, ein wenig blass. Bisher konnte man noch nicht irgendwie was rausholen durch ihn. Ab Level 10 fängt es dann an. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass Astral Authority hier genauso wie Zero Panda auf der anderen Seite schon mal rumrotiert und versucht Kills zu holen. Das hätten sie ganz genauso machen können. Varian kann ab Level 4 stunnen und wenn er dann einfach mit Valar irgendwo rumrotiert und auf die einzelnen Ziele geht, hätten sie da vielleicht einen oder anderen Kill rausholen können. Aber wenn natürlich hier Six und die gute Jaina, da kommt er, Melody. Wenn die auf ein Target gehen, oh, Melody hier mit einer schönen Flank und schön wird die Astral Authority gerade in die Mangel genommen, wortwörtlich, von beiden Seiten, oh, Moshpit zum Zone noch dazu, Ring of Frost trifft da hinten sogar noch Tassada, Kettle wird rausgenommen, zwar stirbt Jaina, aber 1 zu 5 ist natürlich ein Trade, den man gerne in Kauf nimmt. So, 11 gegen 9. Bisher Astral Authority noch nicht wirklich überzeugend mit Varian und lassen sich sehr, sehr stark verdreschen. Palm wurde übrigens genommen auf Karazim, wurde auch schon benutzt. Das schöne Zoning Moshpit. Und jetzt unten natürlich der Tempel. Da können Astral Authority nicht drauf. Sie brauchen erstmal Level 10. Ab Level 10 können wir dann ja, hoffen, dass es ein wenig besser läuft für Astral Authority. Da haben wir Level 10. Xenix Pulsion Zone. Reign of Vengeance für mehr CC. Oh, Taunt. Wir sehen Taunt auf Varian. Und Emerald Wind. Das überrascht mich jetzt doch schon. Colossus Smash ist eigentlich bisher die favorisierte Ulti. Und Taunt sogar, also da sagen viele, ist von allen die schlechteste. Aber natürlich hat dann Varian viel CC und kann jemanden komplett auf sich locken. Also wenn wir jetzt da sehen, Jiminy wird da gestunt. Hat er noch mal den Taunt gekriegt. Oh, der Ring of Frost mit der DH-Katzunge zusammen. Richtig schöne Combo. Emerald Wind kommt dafür auf der anderen Seite. Wunderschöne Palm jetzt hier auf M von Jiminy drauf. Und sie kriegen Caterpillar. Sie kriegen Varian. Und Zero Panda führt 2,5 Level. Nimmt sich den Boss mit. Und der Draft von Astral Authority geht nicht wirklich auf. Er kommt einfach nicht dazu, irgendwie Einfluss auf dieses Spiel zu haben. Also bisher ist er wirklich einfach nur ein bisschen belastend für Astral Authority. Auch der Zarya-Pick dazu. Man würde eigentlich denken, okay, Zarya oder Varian mit Zarya-Schilden und Tassada-Schilden zusammen sollte bedeuten, eine unaufhaltbare Kraft, die hier die einzelnen Teammitglieder von Zero Panda auseinander nimmt. Aber bisher sieht es halt einfach so aus, Varian stirbt da, macht nichts und dann stirbt er. Jetzt mit dem Boss kriegt Zero Panda auf jeden Fall erstmal die Wand. Eventuell könnten sie mit, na, 3 Level Lead mittlerweile auch sagen, okay, wir nehmen uns hier das ganze Keep noch mit dazu. Kommt drauf an, wie gefährlich sie sein wollen. Jetzt geht's da auf Six drauf. Oh, aber der Reign of Vengeance hat nicht getroffen. Die Expulsion Zone auch nicht wirklich gut gesetzt. Da hätten sie den Kill auf ETC haben können. Wenn Valar den Reign of Vengeance getroffen hätte. Aber wir hätten natürlich auch noch Palm gehabt. Also so schnell wäre Six auch nicht gestorben. Und jetzt wird es ein wenig schwierig für Astral Authority hinterherzukommen. Oh, schöne Force Wall. Schön jetzt auch mit Varian drauf. Vielleicht sehen wir hier die Combo zusammen, aber es hat nicht gereicht. Auf der anderen Seite dafür wurde Varian von Dehaka gestunt. Oh, und wird die ganze Zeit angegangen. Tychus ist natürlich auch unglaublich stark gegen Varian. Schöner Ring of Frost hier zum Zone. Oh, und das Mosh mit dazu!
Oh, richtig schön gemacht von Zero Panda hier. Die Combo haben sie drauf. Und wenn man Zero Panda hier mit Jaina spielen sieht, dann denke ich mir persönlich zumindest, Jaina vielleicht doch nicht so ganz aus der Meta raus, sondern bärenstark. 4-Level-Lead mittlerweile. Und Zero Panda kann sich einfach alles erlauben, was sie wollen jetzt gerade. Haben den Tempel unten, haben den Tempel in der Mitte. Sie können die Camps machen. Sie kriegen das Keep jetzt auf jeden Fall in der Mitte. Astral Authority muss erstmal Level 13 werden. Aber sie wollen jetzt schon drauf gehen. Oh, das wird nicht gut ausgehen, wenn sie jetzt versuchen drauf zu campen. Aber Zero Panda sagt trotzdem, okay, okay. Wir haben unseren Supporter nicht. Wir versuchen jetzt nicht überheblich zu sein, sondern wir warten auf unseren Supporter. Der ist unten auf dem Tempel drauf. Vorher gehen wir kein Risiko ein. Weil 4 gegen 5 ist trotzdem schwierig, auch wenn wir 2 Talente Lead haben. Und jetzt ist Karazin dabei. Jetzt gehen sie drauf. Schöner Ring of Frost hier wieder, der getroffen hat. Emerald Wind geht ins Leere. Fury wird direkt wieder rausgenommen. Melody C dafür auf der anderen Seite. Stirbt. Psalm hat nicht mehr viel Leben. Kettle wird da unten fokussiert. Kommt da aber nochmal lebendig raus. Bisher ein 1:1-Trade. Und der kommt ein bisschen mehr Astral Authority tatsächlich zugute. Oh, aber SK will unbedingt sich den Kill noch gegen Kettle holen und den kriegt er sogar auch. Und ja, Zero Panda kann jetzt wirklich einfach nur sagen, wir nehmen uns die Camps auf der ganzen Map. 1:10 sind wir da unten noch bis zum Boss. Wir machen Druck auf allen Lanes. Die Lanes pushen auch schon ordentlich. In der Mitte haben sie das Keep noch nicht bekommen. Aber sie können natürlich die Lane immer wieder auspushen. Astral Authority auf der anderen Seite muss immer gucken, dass sie die Lane unten im Blick behalten, damit da nicht zu sehr auf den Core gepusht wird. Bisher auch haben sie nur das Fort in der Mitte bekommen. Aber sie haben tatsächlich noch die Chance, wenn sie sich jetzt nicht rausfischen lassen. Wenn sie jetzt einfach nur gucken, dass sie Level 16 werden, möglichst bald, dann haben sie vielleicht sogar noch die Chance, einen Teamfight auf gleicher Talentebene zu nehmen. Oh, Fury will aber draufgehen, unbedingt. Ist ein bisschen riskant vielleicht von ihm. Aber jetzt hat er natürlich auch das Banner. Oh, aber er frisst da sehr, sehr viel Schaden. Expulsion Zone wurde gezogen, aber ein bisschen random nach links geschossen. Ich weiß nicht so ganz, ob das so geplant war. Oh, und jetzt geht's auf Varian wieder drauf. Ring of Frost ging zwar ins Nichts, aber trotzdem kriegt man hier auch noch den Kill auf Zarya drauf. Und Zero Panda kann jetzt mit den beiden Camps einfach nach oben gehen und sich da das Keep rausholen. Dann können sie in die Mitte rotieren. Das Keep hat auch nicht mehr viel Leben. Und dann können sie einfach unten auf den Tempel gehen, der dann direkt auf den Core schießt. Sie könnten sogar mit 3 Leveln Lead, noch kein Level 16. Also wenn sie sehr auf Risiko aus sind, können sie natürlich auch sagen, wir gehen direkt auf den Core. Aber das wäre meiner Meinung nach ein unnötiges Risiko. Sie machen genau das, was ich vorhin gesagt habe. Nehmen sich auch noch das Keep aus der Mitte raus und machen es ganz sicher. Spielen es ganz ruhig runter, nehmen sich den Tempel unten. Der schießt jetzt auf den Core drauf. Astral Authority muss jetzt natürlich agieren und muss sagen, okay, wir müssen auf den Tempel drauf, egal ob wir 16 sind oder nicht. Aber sie werden Level 16 und noch kein Level 16 für Zero Panda da. Also es könnte jetzt tatsächlich die Chance sein, für Astral Authority hier nochmal zurückzukommen. Aber schon bei 50%, sie müssen jetzt unbedingt auf den Tempel drauf, egal, kostet es, was es wolle. Da wird die Expansion Zone nochmal schön gezogen, um es hier zu zonen. Es geht auf den Tempel drauf, dass er da kommt jetzt nicht drauf. Tatsächlich, jetzt aber Fury von der anderen Seite. Fury wird aber die ganze Zeit gefokust, stirbt als erstes. Tassa da auf dem Tempel drauf, oben das Moshpit mit Ring of Frost hier. Jaina auf jeden Fall delivered unendlich. Und das bedeutet GG für Zero Panda.